Wir sind gerade von einem super, super erfolgreichen Termin zurückgekommen und ich darf euch jetzt nicht zu viel verraten. Ich möchte euch so gern sagen, um was es geht. Wir waren auf jeden Fall gerade bei einer Bekannten von uns und von der lassen wir was zeichnen. Mehr kann ich euch noch nicht dazu sagen. Ihr werdet aber mit Sicherheit bald zu sehen bekommen, was es ist, weil das jetzt so die ganz letzten Feinschliffe waren und wir das diese Woche noch fertig machen, dieses Projekt, und das dann nicht mehr lange dauert, bis ich das euch zeigen kann. Auf jeden Fall bin ich mega happy mit dem Ergebnis. Wir haben jetzt die ganze Zeit hin und her geschrieben und einfach so ein bisschen Ideen ausgetauscht und es ist genau so geworden, wie ich es mir vorgestellt habe, und ich bin sehr, sehr glücklich mit dem Ergebnis und ich bin mega gespannt darauf, was ihr dazu sagen werdet. Bei diesem Wetter anderes tun, außer wieder in den Garten zum Planschen zu gehen. Also wir sitzen jetzt wieder hier unten in der Wiese auf unserer Picknickdecke und haben das Schwimmbecken heute früh frisch aufgefüllt und es ist jetzt schön warm, das Wasser, so dass der Samuel auch drin planschen kann. Ich habe mich sogar getraut, ein Bikini anzuziehen. Ich weiß aber noch nicht, ob ich mein T-Shirt ausziehen soll oder nicht. Naja, ich weiß ja nicht, ob mich irgendjemand sieht hier. Ich glaube nicht. Ein bisschen Farbe schadet nicht, dann sieht der Speck auch besser aus, weil gebräunter Speck sieht leckerer aus als weißer. Auf jeden Fall machen wir uns jetzt noch einen schönen Tag im Garten, so wie gestern auch schon. Aber was tut man anderes bei 28 Grad? Ich wollte jetzt nicht unbedingt mit den Kindern in die Stadt rumpeln oder so. Also machen wir das, und morgen soll das Wetter nicht mehr so gut sein. Deswegen nutzen wir das aus. Wir sind ganz spontan zur Saarschleife rausgefahren. Alle, die im Saarland leben und noch nicht hier waren, da müsst ihr mal hinkommen. Wir waren selber das letzte Mal, ich glaube, vor 4 Jahren. Da war die Mia ein bisschen was über 1 Jahr alt, also ungefähr so alt wie der Samuel jetzt. Und dann haben wir hier so ein ganz tolles Foto von ihr gemacht. Und jetzt gehen wir noch ein bisschen Picknick machen und auf dem Spielplatz spielen. Die Sonne kommt und geht die ganze Zeit, aber es ist eigentlich relativ warm, nur ein bisschen windig. Also ich hoffe, ihr könnt alles verstehen, was ich sage. Und wir nehmen euch einfach wieder ein bisschen mit durch unseren Tag. Sehen. Das ist der neue Baumwipfelpfad und wir haben ganz lange überlegt, ob wir da mit den Kindern hoch sollen, aber erstens hat der David nicht so viel von Höhe und zweitens weiß ich nicht, ob die Mia sich dann so wohl gefühlt hätte, da oben über die Bäume zu laufen. Also haben wir uns dafür entschieden, das dieses Mal noch nicht zu tun. Vielleicht das nächste Mal. Aber ich würde da schon gern mal hoch. Also es sieht auf jeden Fall richtig, richtig cool aus. Das läuft hier überall durch den Wald durch. Ich weiß nicht, ob ihr das
sehen könnt, hier sind überall diese Wege, die langlaufen. Und dann hat man eben diesen riesen Aussichtsturm, wo man über die Saarschleife schauen kann. Und ich glaube, dass die Aussicht von da oben schon sehr schön ist. Unser Nachbar allerdings hat gesagt, dass wenn man da oben steht, alles wackelt. Und ich glaube, das würde der damit nicht so toll finden. Samuel und ich laufen gerade noch ein kleines Ründchen hier mit dem Kinderwagen spazieren. Die Mia wurde heute von ihrer Oma aus dem Kindergarten abgeholt. Und die haben jetzt den ganzen Tag zusammen verbracht, waren auf dem Spielplatz. Jetzt sind sie gerade nach Hause gekommen und haben das Fahrrad abgeholt. Fahren jetzt noch eine Runde Fahrrad. Und der Samuel hat das gesehen und wollte natürlich auch raus. Also gehe ich jetzt mit ihm noch eine Runde spazieren. Und dann kommen wir alle bei uns zusammen und ich mache lecker Abendessen und ich werde euch natürlich nachher zeigen, was es gibt. Ich werde einen Salat mit grünem Spargel machen. Mia und Oma sind immer noch am Fahrradfahren, aber ich dachte, ich zeige euch jetzt mal kurz, was ich alles fürs Abendessen brauche. Und zwar haben wir einen Kopfsalat, einen bunt grünen Spargel, eine Salatgurke, dann habe ich hier zwei Rinderfilets, nee, ich glaube, das sind keine Rinderfilets. Zwei Scheiben Rindfleisch, eine Packung Walnusskerne, einen Ziegenkäse, den werde ich im Ofen backen mit Honig, lecker. Und dann habe ich hier noch ein paar Cocktailtomaten und ich glaube, das ist auch schon alles, was ich reinmache. Ah ja, genau, und ganz wichtig, für den Spargel habe ich so eine Grillpfanne, also so eine mit so Riffel, weil ich den Spargel ohne Öl und ohne alles einfach in der Pfanne quasi röste. Dann hat er so ein nussiges Aroma und das schmeckt mega gut. Gelungen. Ich spreche nicht zu laut, weil die Kinder schlafen schon, aber ich sitze jetzt mit meinem Rosé noch hier draußen. Die Oma und der David unterhalten sich gerade noch ein kleines bisschen und ich dachte, ich gehe einfach mal kurz und sag euch noch guten Abend. Eine Sache, die ich vielleicht noch sagen muss, das Essen ist sehr gut gelungen, aber Oma hat mir noch einen Tipp gegeben und zwar kann man, wenn man den Spargel in der Pfanne so anbrät, ein bisschen Wasser reinmachen, dann gart er nämlich schneller und dann ist er nicht nur gegrillt und das war richtig gut. Also der war nicht zu weich, sondern immer noch bissfest, aber war halt schön gar und trotzdem sehr nussig und es war so lecker und ich bin so voll. Aber es ist ein richtig schöner Abend. Guten Morgen! Wir sind schon ein kleines bisschen wach und ich mache mir jetzt erstmal den Kaffee, weil, also wach bin ich eigentlich nicht. Ich bin zwar aufgestanden, aber irgendwie komme ich nicht so richtig in die Puschen. Ich weiß nicht, woran es liegt. Vielleicht daran, dass das Wetter gestern so dermaßen schlecht geworden ist und jetzt heute Morgen ich nicht von der Sonne geweckt wurde wie die letzten Tage. Samuel spielt hier am Boden mit seinem Geburtstagsgeschenk. Also noch nicht mit dem Geschenk, sondern mit dem noch eingepackten in der Kiste.
Ja, also gestern ist so halbwegs die Welt untergegangen, glaube ich. Da ist richtig Gewitter gewesen. Ich habe es sogar geschafft, was ich mega cool finde, einen Blitz in Zeitlupe zu filmen. Ja, hat der Mia voll gefallen. Die ist mit mir am Fenster gesessen und hat immer geguckt, wo die Blitze kommen, damit wir die filmen können. Total cool. Ja, wie gesagt, aber irgendwie, glaube ich, liegt das jetzt daran, dass ich heute nicht so richtig in die Gänge komme. Aber ist nicht so schlimm. Ich bin heute Vormittag eigentlich die ganze Zeit zu Hause. David und Mia sind schon außer Haus. Ich werde jetzt dann gleich ein bisschen Klarschiff machen. Der Samuel klettert auf seiner Kiste rum. Ja! Wenn ihr dieses Video seht, ist ja ein Tag vor Samuels Geburtstag. Und ich habe natürlich sein Geschenk jetzt schon hier. Ich zeige euch nachher mal, was wir ihm schenken. Aber jetzt trinke ich erstmal den Kaffee und kümmere mich um den kleinen Mann. So, der Samuel liegt jetzt zu seinem ersten Schläfchen relativ früh heute. Ich glaube, der war auch noch nicht so richtig munter. Und ich habe mich gerade schon angezogen. Das ist übrigens jetzt schon der zweite Tag diesen Sommer oder allgemein, seitdem ich überhaupt Kinder bekommen habe, dass ich Hosen trage mit so engen Tops und das Oberteil reinmache und mir denke, ja, kann man mal machen. Also ich habe euch ja schon gesagt, dass ich jetzt dann bald und zwar, was haben wir denn heute? Ja, so in eineinhalb oder zwei Wochen mein Transformationsvideo machen werde. Also mein Vorher-Nachher. Ich mache ja jetzt seit einigen Wochen Jumondo, das wisst ihr ja. Und ich will einfach gucken, wie jetzt das Nachher-Ergebnis ist. Und ich bin so aufgeregt. Ich weiß nicht wieso. Ich weiß, dass sich schon was getan hat. Ich weiß ja auch, dass ich ein bisschen was abgenommen habe. Aber ich habe immer Aufnahmen gemacht von meinem Körper und halt festgehalten, was ich wiege und gemessen. Aber habe das nicht miteinander verglichen, weil ich halt das selber mich damit überraschen möchte und ich klotze jetzt nochmal so richtig ran. Also ich habe jetzt auch, seitdem wir aus dem Urlaub zurück sind, diese Woche jeden Tag trainiert. Heute ist der erste Ruhetag, den ich mache. Fühle mich mega, mega wohl. Im Urlaub habe ich auch ein paar Mal trainiert und dann habe ich es ein bisschen schleifen lassen. Aber jetzt bin ich wieder back on track. Ich wollte euch auf jeden Fall nur kurz zeigen, was wir jetzt dem Samuel zum ersten Geburtstag schenken, weil ich weiß, dass ganz viele von euch da fragen werden. Das war eigentlich ein Tipp von meiner Sarah, weil ich wusste nicht, was wir ihm schenken können. Die Mia hat so viele Spielsachen und der spielt eigentlich mit allem mit, was sie hat und wir sind viel draußen. Und ich wollte ihm jetzt nicht irgendwas schenken, nur damit wir was schenken. Also ich hätte auch kein Problem damit gehabt, nichts zu besorgen. Aber die Sarah hatte dann die Idee, dass wir ihm so eine Autogarage, also so ein, was ist denn das? Ja, ich glaube, das ist eigentlich so eine Tiefgarage, Parkgarage steht sogar drauf, schenken mit so Tutut-Flitzern, also mit diesen kleinen Babyautos. Die machen auch Melodie und er steht sowieso voll auf Spielzeug mit Melodie. Ja, und ich weiß, dass er bei einer Freundin von mir schon mal, bei der ihm so und die da oben drauf gelegt hat und ihm runterfahren hat lassen. Deswegen habe ich ihm das besorgt. Und jetzt mache ich mir gleich noch eine Liste mit Dingen, die ich in der Stadt noch besorgen muss. Ich brauche auf jeden Fall noch Geschenkpapier für ihn. Dann muss ich ihm noch was Neues zum Anziehen kaufen, weil dieses Kind einfach eine Kleidergröße übersprungen hat. Ich weiß nicht, wo der noch hinwächst. Wir sind jetzt inzwischen bei Kleidergröße 92 mit nicht mal einem Jahr. Also er wird in ein paar Tagen ein Jahr alt. Und er hat irgendwie die, entweder die 80 oder die 86, eins einfach übersprungen. Also ich habe jetzt nochmal seinen Schrank ausgesortiert. Der hat jetzt heute eine Jogginghose in 80 an. Die ist einfach viel zu kurz. Da muss ich jetzt mal nochmal gucken. Ich würde ihm gerne eine Latzhose kaufen, weil ich finde, der sieht so süß aus in Latzhosen. Das werde ich dann alles noch besorgen. Partydeko. Ganz wenig, nur ein paar Luftballons und ein bisschen so Pappteller und so Zeug habe ich bestellt. Das müsste eigentlich heute auch noch irgendwann im Laufe des Tages kommen. Und ansonsten wird nicht großartig was passieren. Ich werde auf jeden Fall filmen, was ich mache. Also ich werde ein paar Kuchen machen und so. Das werde ich für euch festhalten, auch wie wir dekoriert haben. Aber ansonsten höchstwahrscheinlich wieder wie am Mias Geburtstag. Einfach nur ein schöner Familientag. Ich bin gespannt, was er sagt zu der ganzen Aufmerksamkeit, wenn dann die Augen auf ihn gerichtet sind, ob er das überhaupt schon merkt. Ich kann mich bei der Mia da ehrlich gesagt nicht mehr so wirklich daran erinnern. Aber jetzt schreibe ich erstmal meine Liste mit Dingen, die ich noch brauche, auch einkaufen technisch für die Kuchen und so weiter. Und ich denke, wir hören uns nachher wieder.
Hello. Der David sieht aus, als wäre er frisch gestylt und hätte noch was vor. Und ich sehe aus, als wäre ich gerade aus dem Bett gefallen. Du hast auch noch deine Schlafanzughose an. Meine Schlafanzughose noch an. Ich ziehe mich auch nicht um, weil ich bin schon den ganzen Tag am Putzen und am Aufräumen. Und jetzt muss ich dann gleich noch Kuchen backen. Weil heute Sonntag ist für uns. Für und euch morgen auch. Hat Samuel Geburtstag. Und morgen hat Samuel Geburtstag. Ein Jahr wird er. Ich habe vorhin einen Instagram-Post gemacht, habe ich schon hingeschrieben, dass ich nah am Wasser gebaut bin und bestimmt morgen weinen werde. Was ganz komisch ist, ich kann mich noch daran erinnern, als die Mia das erste Mal Geburtstag hatte, also den ersten Geburtstag, da ging es fast 2,5 Monate davor nur um Mias Geburtstag. Und du wolltest so irgendwie so, dass der so perfekt ist, weißt du, so perfekter als perfekt. Ja, das stimmt, aber das ist halt das erste Kind und das ist ja das erste Mal, dass man für sein eigenes Kind feiert, dass man es zur Welt gebracht hat. Weißt du, ich glaube, es passt halt allgemein irgendwie so zu dieser ganzen Thematik. So bei der Mia war alles so hypersensibel und hyper aufgeregt und immer irgendwie so, alles muss perfekt sein. Und jetzt total. Bei dem zweiten Kind bist du einfach viel entspannter und denkst dir halt einfach so, ach, der Geburtstag wird so oder so schön für ihn. Hauptsache, er hat seine Erdbeerkuchentorte. Das stimmt. Also ich bin da gelassener, aber von der Emotionalität ist es nicht anders. Also nee, ich weiß nicht, ich habe bei der Mia ihrem ersten Geburtstag geweint. Ich werde beim Samuel morgen hundertprozentig auch weinen, weil es so für mich 100% das letzte Kind ist, was ich habe, kriegen werde, was das erste Mal Geburtstag feiert, das ist schon krass. Mhm. Und es ging so schnell, viel zu schnell. Ja. Noch schneller als bei der Mia damals. Wir waren gestern auf dem Geburtstag von Diego. Das ist ein Freund von der Mia. Also nicht wegen dem Geburtstag, aber... Und auch der Sohn von einer Freundin von uns und Elternpaar von Freunden von uns. Vor einem Jahr, hast du den Samuel auf die Welt gebracht. An dem Tag, an dem die Party war. Du bist nach Hause gegangen mit deiner Mama und ich bin doch auf die Feier gefahren mit der Mia. Also die und machen alle das haben gestern darüber gesprochen. Genau. So, das war vor einem Jahr, als du da gekommen die bist. Das, und sie war die machen das jedes Jahr so, dass sie am Wochenende dann feiern und ein großes Grillfest mit allen Freunden und so machen. Ja. Und letztes Jahr war halt genau an dem Tag, dieses Grillfest, an dem Tag, der Samuel sich dazu entschieden hat, das Licht der Welt zu erblicken. Das war voll cool irgendwie. Und gestern, jeder, der da war, hat gesagt, weißt du noch letztes Jahr? Ach nee, du weißt ja nicht letztes Jahr, weil da hast du ja gerade den Samuel zur Welt gebracht. So, ja, das war echt, das hat gestern jeder irgendwann mal im Laufe des Tages gesagt. Morgen hat er Geburtstag. Das ist schon Wahnsinn. Absolut verrückt. Und ich habe vorhin so gemacht, weil, was ist uns passiert? Also, da müssen wir, True Story. Das ist mir meiner Lebtag noch nicht passiert. Wir sind ja eigentlich super organisierte Eltern. Wir, also du. Du bist ja super organisiert und planst eigentlich immer alles sehr weit voraus. Also auch die Geburtstage der Kinder, auch jetzt noch. Du weißt meistens schon einen Monat davor, was du an Geschenken hast. Hast die dann teilweise Wochen schon davor. Ja, und ich weiß halt, was ich zu essen brauche und selbst bei der Mia dieses Jahr war es so, dass wir bis auf den letzten Drücker gewartet haben. Keine Ahnung, was mit mir los ist. Ich bin ohne Witz. Wir sind an dem Tag von Mias Geburtstag in der Früh noch eine Bierbank-Garnitur fahren gegangen in den Bauhaus. Weil wir keine Sitzplätze hatten und uns das plötzlich aufgefallen ist. Und wir hatten auch noch kein Geschenk. Ja. Und wir wussten, was wir kaufen wollten, aber wir haben es nicht besorgt. Das stimmt auch nicht. Wir waren in einem Geschäft, aber da gab es nicht das, was wir wollten. Genau, und dann bei Samuel war es so, dass es noch viel schlimmer war. Bei Samuel ist es eigentlich immer noch so. Der hat Montag Geburtstag. Darf ich eigentlich auch mal was sagen oder redest du jetzt in meinen Videos immer nur? Ja, du darfst gerne was sagen. Und dann sagen die Leute immer, ich unterbreche dich, aber du redest ja auch die ganze Zeit ohne Punkt und Komma. Trotzdem unterbrichst du mich. Danke. Auf jeden Fall standen wir gestern auf dem Kindergeburtstag von Diego, also von dem Sohn meiner Freundin. Und irgendwann um 7:15 sagt eine der Mamas, ja, wir fahren jetzt dann gleich, weil wir müssen noch ganz kurz was einkaufen, weil am Montag ist ja zu. Und ich so, wie am Montag ist zu? Ja, am Montag ist Pfingstmontag, es ist Feiertag, die Geschäfte haben geschlossen. Und ich bin ohne Witz aus allen Wolken gefallen, weil ich nichts gekauft habe. Ja gut, also Dekoration haben wir. Ja toll, aber ich habe nichts zu trinken für die Gäste gehabt. Ich hatte nichts zum Backen zu Hause. Nee. Und wir haben jetzt immer noch das Problem, dass wir keine der David Erdbeeren ist haben. Dann gestern um 7:15 los in den nächsten Supermarkt, der da war und hat versucht, alles Mögliche zu kaufen, aber es gab nirgends mehr Erdbeeren und der Samuel liebt Erdbeeren und ich wollte ihm unbedingt einen Erdbeerkuchen machen und wir haben keine Erdbeeren. Jetzt müssen wir gucken, dass wir am Montag irgendwo einen Markt finden und irgendwo oder hoffen, so es gibt irgendwo Erdbeeren. Keine Ahnung. Also wenn einer von euch weiß, wo ich am Montag Erdbeeren bekomme, im weil Saarland. Ihr seht das Video. Plus minus 80 Kilometer, so weit fahren wir für Erdbeeren. Dann bitte sagt mir Bescheid.
oh mein Gott, das ist so schlimm und das ist mir noch nie passiert. Und ich stand da und ich hatte, kennt ihr das, wenn ihr so das Gefühl habt, euer Herz ist gerade so dermaßen in die Hose gerutscht und ihr habt so einen leichten Anflug von Panikattacke, so ging es mir gestern. Viertel nach 7 Uhr abends, nichts eingekauft und ich war, bei mir im Kopf war so, am Sonntag mache ich die Wohnung sauber, alles ganz gechillt, am Montag in der Früh ist die Mia im Kindergarten, ich fahre ganz gemütlich einkaufen und mache dann alles fertig. Ei, Pusteblume, die Mia ist zu Hause, Eltern. Der Kindergarten ist zu. Sind wir schlechte Eltern? Wir sind überarbeitet. Ich arbeite zu viel. Ich habe keinen Kopf. Oh, es ist echt, also das ist mir wirklich noch nie passiert. Und bei der Mia auch dieses Jahr. Keine Ahnung. Ich freue mich auf jeden Fall auf morgen. Ich freue mich, dass die Familie aufgeregt. Da ist. Es wird ein schöner Geburtstag. Ja. Und unsere Freunde kommen alle, die Familie kommen alle, ganz viele Kinder sind da. Unser Sohn wird eins. Unser Sohn wird eins. Die Woche war auch spannend. Neue Projekte. Ja. Deswegen, ich habe den Kopf so voll. Wir haben so viel im Moment im Hintergrund am Laufen. Ich weiß, das ist immer nervig, wenn jemand das sagt. So, es passiert so viel, was ihr nicht sehen könnt, aber ihr seht es irgendwann. Aber es ist halt einfach so, dass viel hintenrum passiert, was man halt vor der Kamera nicht sieht und was auch nicht, was ich auch nicht zeigen möchte, um noch euch nicht vorwegzunehmen, die Überraschung. Aber es passiert so viel und wir hatten so viele Termine diese Woche. Wir haben so viel vollendet, also fertiggestellt und halt wirklich in Angriff genommen, damit das jetzt dann richtig losgehen kann. Und dann war es auch noch so super Wetter diese Woche. Dann waren wir auch noch draußen und haben auch noch einen Ausflug gemacht, damit wir mit den Kindern Zeit verbringen können. Und irgendwie ist dann alles in meinem Kopf so durcheinander geraten. Ich habe dieses komische Pfingstwochenende komplett vergessen. Naja, gibt Schlimmeres, oder? Er wird es überleben. Ich glaube auch. Nein, ohne Erdbeeren eben nicht. Das ist ja das Problem. In deinem Kopf. Der nee. Wird, der ist ein Jahr. Der freut sich, wenn du ihm Schokokuchen und rastet aus. Der wollte gestern keinen Schokokuchen. Da war gestern drei verschiedene Kuchen gestanden. Schokokuchen mit Smarties und alles Mögliche. Und dann standen da Erdbeeren, so Spieße mit Weintrauben und Erdbeeren und Melonen. Und dieses Kind hat sich nur durch diese Erdbeeren und diese Melonen gefressen. Der mag keinen Kuchen, deswegen brauche ich Erdbeeren. Wir versuchen es irgendwie zu kriegen. Ihr werdet es auf jeden Fall nächste Woche sehen, ob unsere Suche nach Erdbeeren geklappt hat. Ja, genau, das wollte ich noch sagen. Ich werde auf jeden Fall vloggen. Glücklich gestellt haben. Ja, wir werden auf jeden Fall vloggen. Also ich werde euch zeigen, wie ich dekoriert habe und so. Und was aus dem Erdbeerdrama geworden ist. Das werdet ihr dann alles sehen. Gehabt euch gut, bis nächste Woche. Tschüss.